Hi Leute, ich bin Ilona und von mir gibt es heute ein Style and Talk. Das heißt, ich schminke mich zusammen mit euch. Das wird ein langes Video. Holt euch Essen, holt euch Trinken oder macht euch zu diesem Video gleichzeitig fertig. Dann ist es so, als würden wir nebeneinander sitzen und uns zusammen für eine fette Party fertig machen. Nur, dass ich mich nicht für eine Party fertig mache, ich werde euch jetzt heute mein Party-Make-up schminken. Jedoch werde ich heute nur Videos vordrehen, denn ich fliege bald in den Urlaub. Darüber werde ich euch gleich noch mehr erzählen. Aber ich schminke euch jetzt mein Party-Make-up vor, was ich immer gerne zum Feiern trage. Das heißt, das wird viel sein. Das wird nicht mein natürliches Alltags-Make-up sein. Wenn ihr ein natürliches Alltags-Make-up sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich euch das gerne abfilmen. Das ist halt echt im Gegensatz zu dem nicht viel. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber heute wird es ein Full-Face-Make-up. Darauf könnt ihr euch vorbereiten auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich fange an mit einer Foundation. Und zwar ist das die EX1 Foundation, die Invisiwear Liquid Foundation. Die hat Laura mir gegeben, die passt ihr nämlich momentan nicht und ich brauchte irgendeine gute Foundation. Und ich habe momentan irgendwie das Bedürfnis, so alle alten Sachen aufzubrauchen, weil ich so viel Schmink habe, die einfach nur rumliegt und die ich einfach nicht benutze, obwohl sie passen würde. Deswegen brauche ich momentan alle alten Foundations auf. Und die hier finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ich meine, die gibt es aber nur in England. Da hat Laura die bei Topshop gekauft und ich benutze einfach so zwei Pumpstöße davon und dann den Ebelin Professional Beauty Blender, den Sponge und tappe das einfach auf mein Gesicht auf. Mein Gesicht ist immer ein bisschen heller als der Rest meines Körpers, das heißt die Foundation ist etwas zu gelblich, was aber am Ende nicht schlimm ist. Denn das Ganze wird ja noch abgepudert und auch gebronzt und so. Also ich muss sagen, die Foundation ist echt gut. Die deckt echt gut ab. So, und jetzt benutze ich die Catrice Liquid Camouflage in der Farbe 020. Auf jeden Fall wesentlich heller als die Foundation. Das heißt, es kommt jetzt hier auf die Augenringe. Dann auf die Nase. Und ans Kinn. Ich freue mich so sehr auf den Urlaub, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Momentan ist das Wetter echt nicht so geil hier. Und jeden Tag denke ich mir nur so, ach, wäre ich nur jetzt in Spanien. Ich fahre übrigens nach Lloret. Für alle, die das noch nicht wissen, ich bin da jetzt das dritte Jahr und ich kann es jedem nur weiterempfehlen, der eine Kombination von Party und Sommerurlaub möchte. Es ist halt absolut eine Jugendlichengegend. Immer wenn ich dort war, hat man immer coole Leute kennengelernt und die Leute da sind einfach witzig, cool drauf. Ich meine, klar gibt es auch komische Leute, aber es ist auf jeden Fall, sage ich mal, eine sehr gute Stimmung. Und für mich ist das einfach so der perfekte Mix von einem Urlaub, weil ich einfach Party und Strand und Sonne in einem kombiniert habe. Ich habe momentan einen Ring an meinem Nasenpiercing, deswegen bin ich hier so ein bisschen vorsichtig momentan. Das heißt, wenn da am Ende noch eine rote Stelle ist, dann müsst ihr wissen, das ist gewollt so. Ich will nicht, dass ich in Lloret dann irgendwelche Probleme mit meinem Nasenpiercing bekomme. Wer schon mal in Lloret war, kann mir gerne mal schreiben, was so eure liebsten Clubs dort waren. Alter, wie hell das jetzt unter meinen Augen ist. Was dort so eure liebsten Clubs sind. Also meine Lieblingsclubs sind auf jeden Fall Tropics und Londoner. Londoner, die beste Black-Musik, die ich jemals gehört habe. Ich war noch nie auf einer Party mit einer besseren Musik. Jeden Abend geile Musik nur. Und da gibt es auch immer so eine Clubkarte. Die habe ich mir bisher auch jedes Jahr geholt. Und ich war letztes Jahr eigentlich nur im Londoner, als ich in Lloret war. Da waren wir einmal noch im Tropics. Einen Abend waren wir zum Beispiel auch im Tropics und haben uns dann dafür entschieden, boah, lass uns ins Londoner gehen, weil es tausendmal besser ist. Ich habe mein Gesicht jetzt einfach ein bisschen abgepudert. Ich bake nicht mehr. Das gefällt mir irgendwie nicht mehr so, das Finish. Mit dem Laura Mercier Invisible Loose Setting Powder gehen wir einfach einmal so über das ganze Gesicht. Alles so ein bisschen setten. Und dann konturieren wir auch schon direkt. Und zwar benutze ich einen Pinsel von BH Cosmetics und das Essence Luminous Matte Bronzing Powder. Das ist nicht das dunkelste Konturpuder,
Aber ich finde, das ist ein sehr schön natürliches, was einem einfach so eine natürliche Bräune verleiht. Und das kann man auch, sag ich mal, ein bisschen großflächiger auftragen. Einfach weil es halt nicht so dunkel ist und nicht so auffällt. Ich habe jetzt auch schon angefangen zu packen. Ich fahre morgen. Ja, ich fahre tatsächlich morgen schon und muss jetzt heute noch 2 Videos vordrehen und vorarbeiten und sowas. Das heißt, auch dieses Video werde ich jetzt einen Tag vor dem Urlaub drehen, schneiden und fertig hochladen und dann halt geplant hochstellen. Also wenn ihr irgendwelche aktuellen Fotos sehen möchtet, dann folgt mir bei Snapchat, da heiße ich Change Ilona. Oder folgt mir bei Instagram, da werde ich definitiv Fotos posten. Jetzt kontrolliere ich einfach ein bisschen meine Nase. So. Das ist jetzt erstmal so die Base. Und jetzt hole ich mal meinen Highlighter. Ich habe die letzte Zeit so übel so lila-stichige Highlighter gemocht. Aber jetzt, wo ich wieder bräuner bin und wo es mehr so in Richtung Sommer geht, mag ich irgendwie wieder goldstichige lieber. Und da fange ich jetzt... Oh nein, der bröckelt. Da fange ich jetzt erstmal an mit einem Highlighter von Catrice. Kann ihn euch jetzt leider nicht richtig zeigen, aber das ist einer aus einer Limited Edition. Und das ist jetzt im Vergleich zum anderen eher so ein natürlicherer Highlighter. Und den trage ich mit so einem Highlighter-Pinsel halt auch auf. Da muss man halt auch echt viel Produkt nehmen, muss ich sagen. Damit man überhaupt was sieht, weil der halt auch eher heller ist. Also so im Winter hat er mir von der Farbe her besser gepasst. Und dann nehme ich jetzt ein Wet n Wild Highlighter. Das ist der Mega Glow Highlighting Gold Bar Highlighter. Der war auch in der Limited Edition. Und das ist einfach so ein heftig goldiger Highlighter, der halt auch sehr stark ist. Und den trage ich dann mit so einem Pinsel auf. Und den trage ich dann halt so ein bisschen gezielter auf, sage ich mal. Der kommt wirklich nur an die Spitze der Nase. Hier oben an die Lippe und auch überhalb unterhalb der Augenbraue und natürlich hier hin. Seht ihr, ne? Der ist nice. Ich habe euch mal ein bisschen rangezoomt, weil ich jetzt meine Augenbrauen mache. Und die sollte ich ehrlich gesagt mal zupfen. Also auf jeden Fall eine Pinzette mitnehmen in den Urlaub, damit ich die da zupfen kann. Ich mache jetzt meine Augenbrauen mit der NYX Tinted Tame and Frame Tinted, soll ich nochmal Tinted sagen? Ich benutze jetzt diese Dip Brow Pomade von NYX in der Farbe Chocolate. Und die Farbe ist echt gut. Und ich glaube, zum Augenbrauen machen muss ich euch jetzt nicht mehr sagen. Ich habe euch das schon in ungefähr jedem Styling Talk erklärt, wie ich meine Augenbrauen mache, und da hat sich nicht viel verändert. Und weiter zum Thema Urlaub. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr aus meinem Urlaub sehen möchtet. Ich weiß nicht genau, was ich da filmen könnte. Vielleicht entweder ein Haul, ich weiß nicht, ob ich dort viel kaufen werde. Aber vielleicht sozusagen so ein Lorette Food Haul. Ich weiß nicht, was wir uns so kaufen für Snacks und so. Sowas könnte vielleicht interessant sein. Oder ich weiß nicht. Schreibt mir das gerne mal. Ich muss jetzt eigentlich nur noch mein Handgepäck packen. Und mein Problem gerade ist, dass ich echt nicht weiß, was für eine Tasche ich nehmen soll. Ich meine, das Handgepäck darf 10 Kilo wiegen. Das heißt, ich habe echt schon fast überlegt, einfach meine Schminke ins Handgepäck zu nehmen. Weil ich halt Angst habe, dass die im Koffer kaputt geht. Aber ich habe das die letzten Jahre auch schon immer in den Koffer getan und jedes Mal hatte ich Angst wie sonst was. Und bisher ist, glaube ich, nur eine Sache kaputt gegangen. Ich glaube, letztes Jahr ist eine Lidschattenpalette kaputt gegangen. Aber das war es halt auch schon. Ich meine, so weit fliegt man jetzt auch nicht bis Spanien, aber
worauf ich schon echt gespannt bin, ist der Flug nach Vietnam. Das wird so unnormal komisch. Ich bin bisher immer nur in Europa rumgeflogen und ich würde sagen, ich bin in meinem Leben definitiv schon viel geflogen. Einfach weil wir früher sehr oft mit unseren Eltern schon im Urlaub waren. Viele sind ja eher in den Urlaub gefahren. Das haben wir auch so die ersten Jahre gemacht. So die ersten paar Urlaube. Das waren bei uns immer so Busreisen. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube, das war so typisch Standard Russen. Wir sind immer mit dem Bus dann nach Bulgarien oder nach Spanien gefahren. Ich kann euch auch nicht mehr genau sagen, wann ich das erste Mal geflogen bin. Ist auf jeden Fall schon etwas her. Auf jeden Fall denke ich, das war dann irgendwann nach Spanien oder so. Jetzt nicht ganz als Kleinkind, aber schon irgendwann mit 10 oder so. Und was ich so heftig finde, ich werde nächstes Jahr tatsächlich wieder nach Lausanne fahren. Das heißt, ich werde jetzt dann mit nächstem Jahr eingeschlossen, bin ich dann 4 Jahre so nacheinander, jedes Jahr in Lausanne. Aber ich meine, damit habe ich kein Problem, ne? So, dann benutze ich jetzt meine Alverde Augenbrauenpomade. Die Augenbraue ist mir nicht so gelungen, aber die rechte gefällt mir sehr, muss ich sagen. Die ist irgendwie merkwürdig, aber ist okay. Ich hole jetzt mal meine Lidschatten. So. Wir fangen dann jetzt erstmal an mit Lidschatten. Ich benutze wie immer meine Lieblingspalette von Makeup Revolution. Das ist die Ultra Professional Eyeshadow Flawless Matte Palette. Und sieht so aus. Und ich glaube, man sieht, welche Farbe ich am liebsten mag. Die benutze ich auch heute wieder. Und zwar nehme ich so einen Pinsel, gehe einfach in die Farbe rein und trage die überhalb meiner Lidfalte auf. Das ist ähnlich wie bei dem Cut Crease Make-up. Nur, dass ich das Ganze so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen verblendeter auftrage. Das ist jetzt nicht so, ich sehe das jetzt bei diesem Make-up nicht so eng, dass das so eine krasse Linie ergibt, sondern ich mache es einfach Pi mal Daumen so drauf und verblende es auch wieder so nach außen. So. Dann nehmen wir nochmal einen fetteren Blending-Pinsel und verblenden es. So, dann nehmen wir einen flachen Pinsel, gehen in eine Hautfarbe und tragen die auf dem Lid auf. Ich war die letzte Zeit echt so oft ungeschminkt. Es wird echt eine üble Umstellung in Lausanne, sich jeden Tag zu schminken. Wobei, ich meine, wir sind 10 Tage dort. Ich kann euch noch nicht sagen, ob wir jeden Tag feiern gehen werden. Wobei es letztes Jahr auch so war, wir waren so, ja, wir, ne, ich meine, es sind 7 Tage, wir müssen ja nicht jeden Tag feiern gehen. Aber dann waren wir jeden Tag so, okay, lass doch feiern gehen, einfach weil es im Londoner zu geil ist, um es einen Abend zu verpassen. So, dann nehme ich jetzt die andere Ultra Eyeshadows Palette. Und zwar hat diese Palette den Namen Affirmation. Und das sind eher schimmerndere Lidschatten. Und da benutze ich jetzt, sage ich mal, einen feineren Pinsel und gehe in ein helles Champagner. Und damit betone ich den Teil hier unter der Augenbraue. So. Gehe ich aber komplett unter der Augenbraue her. Boah, was echt nicht normal für mich ist. Es gab echt lange kein Try-on Fashion Haul auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt aufgefallen ist, aber ich weiß nicht, ich hatte in der letzten Zeit irgendwie nicht so die Motivation für diese Videos. Aber eigentlich wäre es halt jetzt perfekt, sag ich mal, so ein Sommerhaul zu drehen, weil
wenn ich das nach dem Urlaub mache, dann ist der Sommer sozusagen schon vorbei. Gucken wir mal, ob ich Nachrichten habe. Nee, okay. Message angekommen. So, dann nehme ich jetzt so einen Spitzenpinsel und nehme wieder die matte Palette und gehe in diesen Braunton hier. Und damit gehe ich einfach am unteren Wimpernkranz her. Selber auf der anderen Seite. Ganz ehrlich, zählt mal, wie oft ich in diesem Video und das auf der anderen Seite sage. Und dann nehmen wir einen Blending Brush und blenden das Ganze ein, damit das ein bisschen natürlicher aussieht. Und dann nehmen wir jetzt nochmal einen üblen, riesigen Blending Brush und blenden alles nochmal ineinander ein. Was ich jetzt seit neuestem wieder für mich entdeckt habe, ist so einen hautfarbenen Kajal zu nehmen und den an die untere Wasserlinie aufzutragen. Das war eine Zeit lang so übel der Trend und dann hat jeder wieder aufgehört, das zu machen. Aber ich finde ohne Scheiß, das lässt die Augen so viel größer erscheinen. Und gerade in Kombination mit falschen Wimpern, sage ich euch, sieht das so gut aus. Und jetzt mache ich mir einen Eyeliner-Strich. Ihr merkt, dieses Make-up hat alles, alles. Also wer nicht auf viel Schminke steht, für den ist dieses Make-up vielleicht nichts. Als Eyeliner benutze ich den hier von Essence. Das ist der Super Precise Eyeliner. Der ist long-lasting und waterproof. Und ohne Scheiß, ich verkacke meinen Eyeliner so oft. Aber jedes Mal, wenn ich zum Beispiel einen YouNow-Stream mache, dann ist es egal, wie ich meinen Eyeliner ziehe. Ihr seid alle immer so, oh mein Gott, Ilona, dein Eyeliner sieht so gut aus. Und ich bin immer so... Thanks, auch wenn ich irgendwie total unzufrieden bin. Was tue ich? Was tue ich nur? Boah, die letzte Zeit habe ich wieder angefangen, Gossip Girl zu gucken. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich eine Serie gucke, ich gucke nicht jeden Tag so eine Folge, nein. Wenn ich, egal was ich mache, ich bin irgendwo, komme nach Hause, gucke direkt dann die Serie. Und genau das hatte ich mit Gossip Girl und ich habe gestern die Serie wieder geendet. Und ich war einfach so glücklich am Ende, als Blair und Chuck endlich zusammen waren. Ich weiß nicht, jeder, der mal Gossip Girl geschaut hat, stimmt mir hoffentlich zu, dass Dan und Blair das Allerschlimmste ist, was Gossip Girl jemals passiert ist. Es gibt so andere Beziehungen, die mich vielleicht irgendwie gestört haben, aber Dan und Blair, ne? Boah. No. Just no. Oh, was mir aufgefallen ist, ich habe mir eben noch einen Lipgloss gekauft. Aber irgendwie hat den Laura in ihrer Tasche behalten. Aber für dieses Make-up brauche ich den jetzt eh nicht. So sieht der Eyeliner aus. Ich mag momentan einen dünnen Lidstrich, aber dafür einen scharfen und langen Wing. Und das mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Tusch meine Wimpern, klebe mir Wimpern, falsche Wimpern auf. Und dann melde ich mich wieder bei euch, weil diese Schritte kann ich sehr, sehr schlecht vor der Kamera machen. So, ich habe jetzt die Wimpern aufgetragen. Für alle, die fragen, welche Wimpern ich in der letzten Zeit immer trage, das sind die Primark Salt Relashes. Die kosten nur 1,50 € und sind momentan meine absoluten Lieblingswimpern. Und ich wurde auch öfter gefragt, welchen Lipgloss ich momentan benutze. Irgendwie bin ich so richtig, ich weiß nicht, ich kann diese Matte Lipsticks irgendwie nicht mehr sehen. Ich mag dieses Finish irgendwie nicht mehr. Deswegen bin ich momentan wieder auf dem Lipgloss-Trip. Und das hier ist jetzt der Catrice Plumping Lip Gloss. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie der heißt, weil sich das Ganze hier schon gelöst hat. Aber das ist einfach so ein rosaner, schlichter Lip Gloss, der einfach schön einen glowy Effekt gibt. Dieser Lip Gloss hat halt sowas wie Minze drin, wodurch die Lippen halt so ein bisschen
geplumpt werden. Ich finde jetzt nicht, dass das unbedingt einen Unterschied macht. Ich finde aber auf jeden Fall, dass der sehr gut aussieht. Das ist halt der Grund, warum ich den immer trage. Und das ist dann auch schon das fertige Make-up. Ich mache jetzt mal noch meine Haare auf. Und das ist der fertige Look. Ich hoffe sehr, dass er euch gefällt. Das ist mein momentanes Party-Make-up. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ihr habt irgendwas aus diesem Video mitgenommen. Wenn ihr sehen möchtet, was ich gerade so im Urlaub mache, was ich trage, was abgeht, folgt mir auf Snapchat, folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitter. Ich hoffe, mein Internet wird gut genug sein, damit ich für euch Fotos posten kann. Aber ja, ich freue mich sehr. Es wird ein wunderschöner Urlaub und das ist der Make-up-Look, den ich wahrscheinlich da tragen werde. Ich sage euch, was nur sehr nervig ist an Lipgloss, wenn man feiern geht und die ganze Zeit Haare an den Lipgloss bekommt. Das ist nicht sehr angenehm. Aber ja, bevor ich weiter drumherum laber, war es das mit dem Video und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!